Beim Hungerkünstler geht es um einen Hungerkünstler, der nach der wahren Kunst sucht und aber letztendlich scheitert. In dem Kurzgeschichtenband Der Hungerkünstler von Kafka habe ich einfach diese Geschichte gefunden, die mich einfach sofort fasziniert hat. Es war der Zirkus da, eine Sache, die ich großartig finde. Und unglaublich viel Leid, aber auch unglaublich viel Absurdität und Humor. Und ich finde, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Das ist eine sehr dankbare Sache. Ein Schaufenster ist wie ein Käfig unglaublich klein, eng und besonders wenn man darin tanzt und so, ist es, man hat nicht wirklich viel Platz. Und das wollten wir eben halt auch zusätzlich darstellen. Schaufenster eben halt auch als Engel, als Gefängnis. Schaufenstertheater ist in Mitte 2010 entstanden. Wir wollten Theater im Alltag machen. Und zwar mitten auf der Straße, auf Balkonen, im Schaufenster. Einfach so, dass Kunst Teil des Lebens wird, Teil des menschlichen Alltags. Ja, und so ist Schaufenstertheater entstanden. Es waren eben andere Zeiten. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren eben andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler. Von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme. Jeder wollte den Hungerkünstler mindestens einmal täglich sehen. An den späteren Tagen, da gab es sogar Abonnenten. Sie saßen tagelang vor diesem kleinen Gitterkäfig. Und auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt. Besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde, sahen staunend, mit offenem Mund zu, wie er, bleich, im schwarzen Trikot, mit mächtig hervortretenden Rippen auf hingestreutem Stroh saß. Einmal höflich nickend, angestrengt lächelnd Fragen beantwortete und durch das Gitter seinen Arm streckte, um seine Magerkeit befühlen zu lassen. Oh.
Der Hungerkünstler wurde niemals befriedigt. Vielleicht war er gar nicht vom Hunger so sehr abgemagert, sondern aus Unzufriedenheit mit sich selbst. Nur er allein, auch kein Eingeweihter wusste das, wie leicht das Hungern war. Es war die leichteste Sache der Welt. Er verschwieg es auch nicht, aber man glaubte ihm nicht. Hielt ihn günstigenfalls für bescheiden. Meist aber für reklamesüchtig oder veganen Schwindler. Das alles musste er hinnehmen. Hatte sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt, aber innerlich. Da nagte diese Unzufriedenheit an ihm. Und noch niemals, ja nach keiner Hungerperiode, dieses Zeugnis musste man ihm ausstellen, hatte er freiwillig den Käfig verlassen. Am 40. Tag wurde die Tür des mit Blumen umkränzten Käfigs geöffnet. Eine begeisterte Zuschauerschaft erfüllte das Amphitheater. Eine Militärkapelle spielte. Zwei Ärzte traten den Käfig, um die nötigen Messungen am Hungerkünstler vorzunehmen. Durch ein Megafon wurden die Resultate dem Saal verkündet. Kamen zwei junge Damen, glücklich darüber, dass gerade sie ausgelost worden waren. Und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig ein paar Stufen hinabführen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit serviert war. In diesem Augenblick wehrte sich der Hungerkünstler immer. Zwar legte er noch freiwillig seine Knochenarme in die hilfsbereit ausgestreckten Hände der zu ihm hinabgebeugten Damen. Aber aufstehen wollte er nicht. Warum gerade jetzt nach 40 Tagen aufhören? Er hätte noch lange, unbeschränkt lange ausgehalten. Warum gerade jetzt aufhören, wo er im Besten, noch nicht einmal im Besten hungern war? Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben, weiter zu hungern? Nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der ja wahrscheinlich schon war, sondern sich selbst zu übertreffen. Das ist unbegreiflich. Für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen.
als Höchstzeit für das Hungern, hatte der Impresario 40 Tage festgesetzt. Warum gerade jetzt? Dann. Also am 40. Tage wurde die Tür mit Pen und Kräften Käfigs geöffnet. Schließlich kamen zwei junge Damen. In diesem Augenblick werde ich der Hungerkünstler verlegt er noch freiwillig seine Knochenarme, hilfsbereit ausgestreckten Händen, der zu den abgenommenen Damen verabschiedeten gerade jetzt aufschließen, wo er am besten. Warum gerade jetzt nach 40 Tagen aufhören? Er hätte es noch lange, unbeschränkt lange ausgehalten. Warum gerade jetzt aufhören? Wo er im besten, ja noch nicht einmal im besten Hungern war. Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben, weiter zu hungern? Nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der ja wahrscheinlich schon war, sondern sich selbst zu übertreffen, bis ins Unbegreifliche. Denn für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen. Warum hatte diese Menge, die ihn so zu bewundern vorgab, nur so wenig Geduld mit ihm? Wenn er es aushielt, weiter zu hungern, warum wollte sie es nicht aushalten? Er war müde, lag gut im Stroh und sollte sich nun hoch und lang aufrichten, um zu dem Essen zu gehen, das ihm schon allein in der Vorstellung Übelkeiten verursachte. Der Impresario kam, hob stumm seine Arme über dem Hungerkünstler, wobei er durch übertriebene Vorsicht glaubhaft machen wollte, mit was für einem gebrechlichen Ding er es hier zu tun habe, und übergab ihn dann den inzwischen totenbleich gewordenen Damen. Nun duldete der Hungerkünstler alles. Sein Kopf lag auf der Brust, es war, als sei er hingerollt. Sein Leib war ausgehöhlt. Seine Beine pressten sich im Selbsterhaltungstrieb fest in den Knien aneinander und scharten doch den Boden. Die ganze Last des Körpers lag nun auf einer der Damen, die Hilfe suchend, mit fliegenden Atem, zuerst den Hals von sich streckte. Dann und aber unter dem entzückten Gelächter des Saales in Weinen ausbrach und von einem längst bereitgestellten Diener abgelöst werden musste.